Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute mache ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Tortellini mögen wir alle. Ich mache euch heute eine leckere Schinken-Sahnesoße in unserem Wunderkessel und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Tortellini, die habe ich schon mal gekauft hier. Das sind die aus der Tiefkühltheke. Die sind ja so in 3 Minuten fertig. Ich lasse jetzt auch das Wasser kochen. Uns geht es hauptsächlich um die Soße. Die Schinken-Sahnesoße, die wir in unserem Thermomix zubereiten. Wir brauchen natürlich geriebenen Parmesan, der nachher in diese Sahnesoße kommt. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr kauft stückigen Parmesan und schreddert den dann entsprechend im Thermomix oder ihr macht es wie ich, kauft schon mal geriebenen Parmesan. Dann erspart ihr euch den ersten Arbeitsschritt. Der zweite Arbeitsschritt, in meinem Fall mein erster, ist folgender. Ich habe 30 Gramm Butter, die wir jetzt in unserem Kessel erhitzen. Und zwar 3 Minuten auf Stufe 1, 100 Grad. In unserer geschmolzenen Butter werden wir jetzt die Kochschinkenstreifen, 150 Gramm, erwärmen oder andünsten oder fertig machen. Und zwar 1 Minute. Das Ganze auf 100 Grad in der Sanftrührstufe und hier wichtig, Linkslauf einschalten, sonst zerstört ihr die Struktur. Bis gleich. Zu unseren gedünsteten Schinken geben wir jetzt 350 Gramm Sahne. Insgesamt braucht ihr 400 Gramm Sahne. Was ihr mit dem Rest macht, das erkläre ich euch gleich. Jetzt erstmal 350 Gramm in unseren Kessel. Den Schinken und die Sahne erwärmen wir jetzt auf 80 Grad auf Stufe 1, ebenfalls im Linkslauf. In der Zwischenzeit könnt ihr eure Tortellini nach Packungsangabe kochen. Ich habe das Wasser jetzt schon mal aufgestellt. Ich mache das allerdings später, weil es sind nach diesem Arbeitsschritt noch ungefähr 5-6 Minuten zu tun für unsere Soße. Meine Tortellini sind aber aus der frischen Theke und deswegen brauchen die nur 3 Minuten. Ich mache das also gleich. Ihr müsst dann schauen, wie lange eure bleiben. In der Zwischenzeit mischen wir aber jetzt 2 Eigelb mit dem Rest der Sahne an. Das geben wir nachher dazu in den Kessel, aber erst wenn die 7 Minuten vorbei sind, in etwa 6 Minuten. Weiter geht's mit unseren Tortellini oder beziehungsweise unserer Tortellini-Soße. Das mit dem Rest der Sahne, also etwa 50 Gramm Sahne angerührte Eigelb, geben wir jetzt hinzu. Und unsere Gewürze, da habe ich vorbereitet Muskatnuss, machen wir so 2 bis 3 Prisen. Oh, das war eine große Prise, das geht auch. Etwas Pfeffer. Und Salz darf natürlich auch nicht fehlen. Das Ganze wird jetzt 4 Minuten 100 Grad Stufe 1 im Linkslauf nochmal miteinander erwärmt und vermischt. Und statt des Deckels setzen wir jetzt diesen Spritzschutz auf. Wenn ihr den nicht habt, weil ihr noch einen TM5 habt oder einen TM31, dann könnt ihr natürlich das Garkörbchen aufsetzen. Ja, das geht ja auch, dass man einfach den Messbecher abnimmt und das Garkörbchen draufsetzt. Weil es jetzt noch etwa 5 Minuten sind bis zur Fertigstellung, koche ich jetzt schon mal unsere Tortellini. Bis gleich. So, ich gieße schon mal unsere Tortellini ab. Die sind nämlich jetzt soweit fertig. Und auch unsere Soße ist so gut wie fertig. Da kommt jetzt natürlich noch unser Parmesan rein. Ihr erinnert euch, ihr hättet den vorher entweder reiben sollen, zerkleinern sollen oder halt eben zerkleinerten kaufen. 100 Gramm brauchen wir davon. Die mache ich jetzt hier noch zu unserer Soße dazu. Ganz wichtig, bevor ihr jetzt das Ganze nochmal
aufwärmt oder erwärmt oder aufkocht. Das stapelt sich jetzt alles da oben. Solltet ihr den mit dem Spatel schon mal etwas unterheben, damit sich das nachher auch schön vermischt. Nochmal den Spritzschutz drauf statt des Messbechers und 1 Minute 80 Grad im Linkslauf nochmal erwärmen. Die Tortellini gebe ich jetzt schon mal in eine Schüssel, denn die Soße wird dann einfach mit den Tortellini in der Schüssel vermengt. Bis gleich. Und damit ist unsere Schinken-Sahne-Soße für die Tortellini auch schon fertig. Wie gesagt, das Ganze jetzt hier in die Schüssel zu den Tortellini hinzugeben. Muss man ein bisschen gucken, der Schinken, der hat sich natürlich trotz des Linkslaufs etwas unten im Messer verfangen, hat aber nach wie vor eine Struktur. Ich vermische das Ganze jetzt ein bisschen mit dem Salatbesteck und das riecht schon mal richtig gut. Es ist schön sahnig, schön käsig. Ich finde es cool. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, ich tue jetzt was, was ich zu Hause auch immer mache, wenn ich probiere. Ich probiere direkt aus der Schüssel. Wie gesagt, ein leckeres Gericht. Ich glaube, dass das Kindern auf jeden Fall schmeckt. Boah, der Parmesan zieht sich. Ich gucke jetzt mal, dass ich alles hier mitbekomme. Und also, wenn ich nicht heute schon was gegessen hätte und wüsste, dass ich noch einiges probieren muss heute hier in der Wunderkesselküche, dann würde ich das gar nicht mit nach Hause nehmen, sondern komplett essen. Ich finde es einfach super. Nee, ernsthaft, ich finde es echt lecker. Schmeckt mir richtig gut. esse ich euch jetzt was vor oder mache ich die Verabschiedung zuerst? Nee, ich mache die Verabschiedung zuerst. Denn das lohnt sich jetzt echt. Ich muss da wirklich noch ein bisschen essen von. Leute, kocht das mal nach und wenn es euch geschmeckt hat, schreibt es mir in die Kommentare. Mich würde auch interessieren, was ihr sonst so mit dem Thermomix macht. Ich habe jetzt heute nur die Soße dazu gemacht. Nehmt ihr den Thermomix eigentlich zum Zuarbeiten oder nehmt ihr den hauptsächlich für One-Pot-Gerichte? Was tut ihr damit? Was wollt ihr von uns sehen? Schreibt das gerne mal runter in die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt und da noch nicht angemeldet seid, dann geht auf jeden Fall mal in unser Forum www.wunderkessel.de. Das ist die große Online-Koch-Community mit Herz. Da sehen wir uns spätestens oder beim nächsten Video. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.